Letztes Jahr sprachen wir von einer der besten, wenn nicht sogar der besten Serie des gesamten Jahres. Legion, da ist jetzt Staffel 2 rausgekommen, ist fertig. Wir haben alle 11 Folgen gesehen. Wir waren extrem gespannt auf die neue Staffel dieser Serie, denn Legion war damals eine der, was heißt damals, vor einem Jahr, eine der kreativsten, interessantesten und vor allem Bestinszeniertesten. überraschendsten Serien des gesamten Jahres. Eine Comicbuch-Verfilmung im Prinzip, weil es im X-Men-Universum spielt. Und in Legion Season 2 geht es erneut um David. Und nachdem am Ende der ersten Staffel der Shadow King entkommen ist, sucht dieser nun nach seinem Körper. Und David und seine Freunde werden von einer neuen Organisation unterstützt und versuchen genau dies aufzuhalten, denn das könnte das Ende der Welt bedeuten. Ja, wie schon gesagt, wir waren unheimlich gespannt auf diese Serie. Und es gibt ein paar Bereiche, in denen sich diese gespannten Erwartungen positiv erfüllt haben, in anderen vielleicht ein bisschen weniger. Vorneweg kann man sagen, die Serie ist immer noch sehr kreativ. Sie ist inszenatorisch unheimlich frei, viel freier als das, was wir bei fast allem anderen sehen, was es zurzeit so im Filmbereich gibt, würde ich sagen. Das zeigt sich vor allen Dingen dadurch, dass wir eben verschiedene Filmtechniken hier einfach genutzt sehen, ganz häufig. Ob es jetzt der Einsatz von speziellen CGI ist oder die Kopplung mit tatsächlich Zeichnungen innerhalb der Serie, kurze Videoeinschnitte oder zum Beispiel diese Frame-Einteilung, dass es so ein bisschen aussieht wie in einem Comicbuch zum Beispiel. All solche Tricks und noch viel, viel, viel mehr haben wir in dieser Serie. Und das ist was einfach wieder für mich zumindest unheimlich angenehm war, weil es einfach ein frischer Wind ist, weil es was anderes ist als das, was man von so vielen anderen Serien kriegt. Gerade in diesem Bereich von Superhelden gibt es ja so viele Serien, die sich kaum noch Mühe geben, sich als was Besonderes zu inszenieren. Und das haben wir bei Legion immer noch, dass es versucht, was eigenständig Besonderes zu sein, auf jeden Fall. Genau, die Macher um Noah Hawley, der auch für die Fargo-Serie zum Beispiel verantwortlich ist, die lassen sich pro Folge mal was Neues einfallen. Legion ist eine Serie, da kannst du an keine Folge von vornherein rangehen und wissen, was dich erwartet. Und das ist was ganz Besonderes, denn das kommt recht selten vor. Es ist wirklich schön, immer wieder aufs Neue überrascht zu werden. Nicht nur was den Inhalt betrifft, sondern vor allem was die Inszenierung betrifft. Es ist immer was anderes, es ist immer kreativ gemacht und das macht Spaß. Problematisch ist, dass bei einer solchen Herangehensweise, wenn der Zuschauer überrascht wird, es natürlich auch sein kann, dass manche Dinge nicht so gut funktionieren. Und für mich hat die erste Staffel durch alle 8 Folgen hinweg sehr gut funktioniert in dieser Art, indem ich das Gefühl hatte, dass hier diese Linie zwischen diesem doch sehr arthouse-lastigen visuellen Teil, wo einfach unheimlich viel experimentiert wird, und dem inhaltlichen Mainstream-Part des Comicbuchs, der allgemeine Spannungsbogen gut gegen böse und so weiter, gut gepasst hat, hatte ich das Gefühl, dass hier in Season 2 das ab und zu ein bisschen zu sehr in den Selbstzweck gekippt ist. Also es gab für mich durchaus in den 11 Folgen, es sind 3 Folgen mehr diese Staffel, einige Momente, wo ich das Gefühl habe, dieses Experimentieren geht für mich hier einfach gerade nicht so gut auf, weil ich das Gefühl bekomme, hier herrscht zu viel Selbstzweck. Ich hatte immer das Gefühl, den Machern steht oftmals im Vordergrund, was Verrücktes zu machen, als die Geschichte voranzubringen oder was zu erzählen. Ich hatte auch oft das Gefühl, die Macher hatten gar keine Ahnung, beim Schreiben von den Folgen, wie die Serie, also wie die Staffel eigentlich ausgeht, sondern haben eigentlich jede Folge irgendwie was Neues gemacht, worauf sie gerade Bock hatten. Und das überträgt sich auch. Das ist auch gut, weil du merkst, dass hier Leute am Werk sind, die Bock haben, die eine Leidenschaft dahinter haben und die sich, glaube ich, auch total austoben dürfen, das total toll finden und das auch gut machen. Aber mir ist es halt wichtig, dass immer noch eine Geschichte erzählt wird, die mich packt. Und da ist Legion Season 2 für mich ab und zu sehr ins Straucheln und ins Schwimmen gekommen. Weil für mich wurde der Hauptplot, der grundsätzlich recht interessant ist, zu oft aus den Augen verloren und mit für mich schon Füller irgendwie ersetzt, der dann zwar cool aussah, aber auch irgendwie nicht viel mehr war. Ja, wir hatten im Vorhinein natürlich schon ein bisschen über die Serie auch gesprochen und da schon festgestellt, dass da gerade bei dem Punkt so ein bisschen wie uns die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die meisten von den Sachen, die du als Füller verstanden hast, die haben für mich schon in die Charakterentwicklung reingepasst, sehr gut und haben eben immer ein Stück hinzugefügt. Ich kann aber durchaus verstehen, dass die zweite Staffel insgesamt einfach weniger geradlinig wirkt. Und es ist.
Es ist einfach die Frage, wie man viele Sachen interpretiert. Ob man eben sagt, okay, ich nehme jetzt diese Szene, die was irgendwie verrückt ist auf eine gewisse Art und Weise, und das ergibt dadurch schon automatisch sehr viel mehr Interpretationsspielraum. Ich nehme diese Szene und interpretiere sie als möglichst vorantreibend für den Plot oder eben nicht. Und beides ist bis zu einem gewissen Grad legitim. Und deswegen, für mich hat es funktioniert. Ich war tatsächlich sehr zufrieden mit der Entwicklung irgendwie von den Charakteren und wie der Plot sich entwickelt hat. Hat also nicht das Gefühl, dass es jetzt viele Folgen gab, wo das, so wie bei dir eben, dass es eben ein Filler ist. Ja, das ist interessant, weil zum Beispiel ich hatte das Gefühl, zum Beispiel die Nebencharaktere haben sehr wenig Charakterentwicklung bekommen. Ich Ja. hatte das Gefühl, bis auf David, seine Freundin und noch den Shadow King und so weiter, Oliver zum Teil auch, werden die sehr an den Rand geschoben. Die viele von den Nebenfiguren aus der ersten Staffel sind da und die haben auch immer irgendwie was zu tun, aber ich hatte oft das Gefühl, dass es ein bisschen, ja, wiederum zweckmäßig ist, weil die brauchen halt was zu tun und die werden nicht wirklich vorangetrieben. Und wie du schon sagst, die Staffel ist nicht so kohärent wie die erste, wo man sich jetzt halt am Kopf kratzen mag, denn die erste war auch schon nicht so kohärent, aber doch, die hatte schon meiner Meinung nach einen deutlicheren roten Faden, einen deutlicheren Aufbau, einen Spannungsaufbau auch mehr. Ein bisschen knackiger in den 8 Folgen, die ich glaube, der zweiten Staffel auch ganz gut getan hätten, wenn es tatsächlich weniger Folgen gewesen wären. Denn es gibt ab und zu ein paar Folgen, gerade im Finale dann zum Beispiel auch, wo der Plot dann wirklich vorangetrieben wird. Und das wird dann aber so schnell gemacht, weil so wenig Zeit auf einmal da ist, dass sich ein paar Dinge nicht so befriedigend auflösen, wie ich es von der Serie in der ersten Staffel gewohnt war. Ist jetzt aber Kritik auf hohem Niveau, was soll ich dazu sagen, weil die erste Staffel war einfach ganz, ganz toll. Und da geht man natürlich an die zweite Staffel mit den höchsten Erwartungen überhaupt ran, und zwar mit denen, ja, präsentieren wir wieder ein neues Meisterwerk, so auf die Art. Und das hat halt für mich nicht immer gegriffen in der zweiten Staffel. Es gibt dennoch viele Plotpoints, viele Momente auch einfach in der zweiten Staffel, die so kreativ, so mitreißend, audiovisuell so packend sind, Musik, Bild und so weiter, wie auch schon in der ersten Staffel. Also allein dafür lohnt es sich auch tatsächlich, die zweite Staffel zu sehen, wenn man die erste gut fand. Tatsächlich hatte ich eben, wie gesagt, sehr wenig Probleme insgesamt mit der zweiten Staffel. Es gibt allerdings eine Sache, die relativ hin zum Ende passiert, deswegen kann ich jetzt nicht in aller Einzelheit darauf eingehen, was genau das ist, und will ich auch nicht, weil ich eben nicht spoilern will. Aber da gab es eben eine Sache, die mir tatsächlich nicht gut gefallen hat, die auch gewisse Sachen vorgibt für die nächste Staffel, für die nächste Season. Bei denen ich oder mit denen ich eben sehr unzufrieden bin, wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass da bestimmte Dinge anders bzw. deutlicher abgeschlossen werden, als das jetzt der Fall war. Aber ansonsten muss ich auch sagen, dass es eben, ja, wie man auch sehr im hohen Niveau auch wieder ist, auch in diesem Zusammenhang. Sonst schauspielerisch ist das Ganze ähnlich cool wie Ja. inszenatorisch, einfach weil die Schauspieler hier auch ein bisschen overacten dürfen. Auch hier hat es mich ein bisschen gestört, hier und da. Also Dan Stevens, Aubrey Plaza und so weiter, die haben weiterhin mega Bock, werden hier entfesselt teilweise, wenn sie dann tatsächlich total verrückt in die Kamera gucken dürfen und so weiter. Und wenn es funktioniert, ist es toll. Und wenn es für mich einigermaßen nicht funktioniert, ist es ein bisschen nervig. Aber insgesamt doch. Durchaus eine Serie, wo ich froh auch darüber bin, dass sie für eine dritte Staffel verlängert wurde, weil Ja. es einfach eine kreative Ausnahme ist in einer Serienlandschaft, die allgemein eigentlich schon recht hochwertig ist. Es gibt sehr viele hochwertige Serien, und dennoch sticht Legion da immer noch hervor, einfach weil die Serie für mich seit Hannibal eine von den Serien ist, die einfach irgendwie wo man das Gefühl hat, die dürfen tun und lassen, was sie wollen, und es bricht einfach. Dieser Kreativgeist so raus, und dass dann nicht alles trifft, ne, ist okay, kann ich nachvollziehen. In der ersten Staffel war es ja was Besonderes, dass irgendwie alles gepasst hat. Aber es ist halt einfach, wie gesagt, was Besonderes immer noch. Und dann kommen wir zu den Wertungen, würde ich Ja, sagen. ja. Dann fange ich an, weil ich glaube, ich gebe die niedrigere Wertung und dann können wir uns nur noch ins Positive bewegen. Ich gebe der Staffel 7 von 10 Punkten. Ich finde die Staffel, fand ich audiovisuell, schauspielerisch, sehr, sehr gut wieder. Ich fand sie auch insgesamt ähnlich kreativ wie die erste. Ich fand die Grundprämisse interessant. Es gab viele Momente in der Staffel, die mich sehr gepackt und sehr überzeugt haben. Ich muss allerdings sagen, der übergreifende Spannungsbogen war für mich nicht da. Ich war nicht so investiert wie in der ersten Staffel. Mich haben manche Momente und auch sogar manche Episoden gestört, weil ich das Gefühl bekommen habe, Legion ist ein bisschen in den prätentiösen Selbstzweck gekippt.
dass es hier mehr um das Exzentrische geht, als um das Erzählen von einer Geschichte oder das Voranbringen von Charakteren. Und das ist mir ein bisschen zu viel geworden, das hat mich hier und da schon sehr gestört. Nach wie vor eine Ausnahmeserie für mich, allerdings durchaus ein qualitativer Abfall im Vergleich zur ersten Staffel. Wenn sich das wieder ein bisschen einpendelt zur dritten, bin ich auch wieder voll dabei. Ich gebe der Staffel insgesamt 9 von 10 Punkten, also nochmal ein Punkt weniger als beim letzten Mal. Die letzte Staffel war eben in sich ziemlich perfekt, glaube ich, und diese Staffel ist immer noch gut. Ich bin so begeistert. Ich mag Comicbook-Verfilmungen und Comicfilme und Comicserien und Superhelden-Serien und das spielt mit Sicherheit mit rein, aber ich finde es gerade schön, dass es in dem Bereich, der mir so wichtig ist und den ich so gerne mag, dass es da eben was gibt, was kreativ, frei und immer wieder was Neues ist. Und ich war jedes Mal auf jede Folge gespannt. Ich habe mich jedes Mal auf jede Folge gefreut. Und ich habe nach jeder Folge gedacht, geil, das war eine coole Folge, ich freue mich auf die nächste Folge. Was kann man eigentlich mehr von einer Serie erwarten? Für mich hat es auf jeden Fall gereicht, deswegen aus meiner Perspektive eine Serie, die einfach großartig ist und deswegen auch so eine hohe Punktzahl verdient hat. Kleiner Abzug eben, wegen ein, zwei Sachen zum Ende hin, die ich nicht näher ausholen möchte. Abgesehen davon, großartige Serie nach meinem Geschmack. Ja, und wenn euch unsere Reviews gefallen, like, subscribe, teilt uns auf den Social Media Plattformen, klickt auf die Glocke und all der Kram. Ja, und dann schreibt uns gerne in die Comments, was ihr von Legion haltet, Legion Staffel 2. Ja, und dann wünschen wir euch ein schönes Serienwochenende und sagen ciao, ciao, ciao.